Herzlich willkommen zu einem TMTV-Special. Wie schon zur Saison 2019-2020 wollen wir euch zur neuen Bundesliga-Saison die Kaderplanspiele der Bundesligisten wiederum vorstellen. Unser erster Club, die Eintracht aus Frankfurt. Wie können Bobic und Hütter ersetzt werden und kann man Luka Jovic und André Silva halten? Diesen Fragen werden wir uns widmen. Vielleicht vorab noch eine Information. Die Planspiele beziehen sich alle auf den heutigen Stand, kann also durchaus noch Änderungen geben. Ja, was waren das für nervenaufreibende Tage im April, Mitte April 2021? Adi Hütter gab offiziell bekannt, dass er nach Ende dieser laufenden Saison nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt sein wird und zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird und in diesem Zuge von einer Ausstiegsklausel Gebrauch machen wird. Sein Vertrag bei der SGE lief ja eigentlich noch bis 2023. Für ihren Trainer erhalten die Hessen eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro, die mit Boni-Zahlungen sogar noch bis auf 12,5 Millionen Euro steigen kann. Damit war der Österreicher zu diesem Zeitpunkt der teuerste Trainer der Fußball-Bundesliga. Zwei Tage später dann, also am 15. April, der nächste Rückschlag für die Eintracht, was schon länger quasi feststand, wurde nun auch offiziell bestätigt. Freddy Bobic verlässt die Eintracht in Richtung Hertha BSC. Der eigentlich noch bis 2023 laufende Vertrag wird zum 31. Mai aufgelöst. Bei den Berlinern unterschreibt Bobic einen Kontrakt über 3 Jahre mit der Option auf eine weitere Saison. Am 1. Mai dann haben die Hessen die Verpflichtung von Markus Krösche als Nachfolger für Freddy Bobic verkündet. Der 40-Jährige, der zuvor seinen Vertrag bei RB Leipzig aufgelöst hatte, erhält einen Vertrag bis 2025. Er gehört zu den absoluten Fachmännern auf dieser so wichtigen Position, wie die SGE in ihrer Mitteilung schreibt, sei Krösche ein, Zitat, absoluter Volltreffer für unseren Verein, Zitat Ende. Der Nachfolger von Adi Hütter, dem Coach bei der Eintracht, ist jedoch noch nicht geklärt. Zu Beginn wurde über Ralf Rangnick in einer Doppelfunktion nachgedacht. Die Eintracht hat jedoch dann schnell Abstand von dieser Idee genommen. Wie die Sportbild kurz darauf berichtet, sind Wolfsburgs Coach Oliver Glasner, Roger Schmidt von der PSV Eindhoven und Sandro Schwarz von Dynamo Moskau die Trainerkandidaten, die bei Eintracht Frankfurt gehandelt werden. Alle Trainer haben einen Vertrag bis 2022. Einzig im Kontrakt von VfL-Trainer Glasner soll eine Ausstiegsklausel enthalten sein, die deutlich unter 5 Millionen Euro liegen soll. Ende April berichtete die Sportbild, dass es bereits Gespräche zwischen Frankfurt und Glasner gegeben haben soll. Eure Meinung natürlich auch gefragt. Wen würdet ihr am liebsten auf der Trainerbank von Eintracht Frankfurt sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare mit rein. Wir machen derweil weiter mit einigen Fixtransfers neben Markus Krösche, der ja auch als Verantwortlicher neu bei der Eintracht dann zur kommenden Saison sein wird. Starten mit Christopher Lenz von Union Berlin. Er wird die Eintracht im Sommer ablösefrei verstärken. Er hält in Frankfurt einen Vertrag bis 2024. Der 26-jährige alte Linksverteidiger hat einen Marktwert von 5 Millionen Euro. Und ein weiterer bestätigter Neuzugang für die neue Saison ist Ali Akman, das 19-jährige türkische Offensivtalent, wechselt ebenfalls ablösefrei von Bursaspor. Der Club in der Türkei hatte ja Akman zuletzt suspendiert aufgrund seines Wechsels. Deshalb ist Akman schon seit März Teil des Kaders in Frankfurt, durfte aber bislang noch nicht eingesetzt werden, habe aber schon mittrainieren können. Ein Torwarttausch zwischen Schalke und Frankfurt endet. Frederik Rönow hier im Bild kehrt zur Eintracht aus Frankfurt zurück, gibt allerdings bereits Gerüchte um einen Wechsel zu Union Berlin. Und im Gegenzug kehrt Markus Schubert zurück zu Königsblau nach Schalke. Neben der Leihe von Keeper Markus Schubert endet ja auch das Leihgeschäft zwischen Real Madrid und Frankfurt in Bezug auf Mittelstürmer Luka Jovic. Nach aktuellem Stand kehrt der Mittelstürmer zurück zu Real Madrid nach Spanien. Allerdings halten sich die Spekulationen, wonach die Eintracht doch an einem Kauf oder einer Verlängerung zumindest der Leihe interessiert sein soll. Stand jetzt gibt es aber nicht annähernd eine Einigung in Bezug auf den 23-jährigen Serben.
Die Leihe von Armin Younes geht noch bis zum 30.06.2022. Das heißt, er bleibt auf jeden Fall noch mindestens eine weitere Saison in Frankfurt. Im Gegenzug kehren im Sommer allerdings auch wieder einige Spieler zurück, die aktuell von der Eintracht aus ausgeliehen sind. Beispielsweise Rodrigo Salazar, der aktuell beim FC St. Pauli unter Vertrag steht und dort wirklich gute Leistungen gebracht hat. Der Kiezclub soll auch an einer Verlängerung der Leihe des Mittelfeldspielers interessiert sein. Dann haben wir Dejan Jovetic, der aufgrund der aktuellen großen Konkurrenz ein Kandidat für eine weitere Leihe wiederum sein dürfte. Bei vielen Abgängen im Offensivbereich ist aber auch ein Verbleib in Frankfurt denkbar. Gonzalo Paciencia wird sicherlich nicht mit Schalke in die zweite Liga gehen, wo er aktuell unter Vertrag steht. Der Portugiese bleibt vielleicht, wenn Silva und oder Jovic gehen sollten und ihm dann somit gewisse Einsatzzeiten garantiert sein würden. Dominik Kohr und auch Danny da Costa sind ja aktuell an Mainz 05 ausgeliehen, kehren zurück. Allerdings würde Mainz sicherlich beide Spieler gerne halten wollen. Fraglich allerdings, ob die SGE beide ziehen lassen würde. Dann haben wir noch Nils Stendera, der aktuell an Lok Leipzig ausgeliehen ist. Er dürfte wohl keine große Rolle mehr bei der Eintracht spielen. Das heißt, ein fester Abgang sehr wahrscheinlich. Wir schauen nun auf einige Spieler, deren Verträge allesamt im Sommer enden bei der Eintracht aus Frankfurt. So zum Beispiel der von Jetro Willems, seit 2017 in Frankfurt unter Vertrag. 1920 an Newcastle United nach England ausgeliehen. Der Linksverteidiger aktuell mit einem Marktwert von 3 Millionen Euro. Weitere drei Akteure, die vor der Saison aus der U19 zu den Profis aufgerückt sind, die allerdings allesamt noch kein Spiel für die SGE bestritten haben im Profibereich. Auch deren Verträge laufen zum Saisonende aus. Lukas Farnberger haben wir da, 19 Jahre jung, aktueller Marktwert liegt bei 200.000 Euro. Jabez Makanda, ebenfalls 19 Jahre jung, Marktwert auch bei 200.000. Und Yannick Brugger, ein Jahr älter, 100.000 Euro Marktwertsposition Innenverteidiger. Wie ihr seht, auch nicht die allzu namhaftesten Spieler der SGE. Wir gehen davon aus, dass sie den Verein nach Ende dieser Saison verlassen werden. Schwerwiegender wäre der Abgang sicherlich bei einigen anderen Akteuren einzustufen, auf die wir jetzt blicken wollen, die von anderen Clubs heiß umworben werden. An erster Stelle natürlich zu nennen André Silva. Tolle Saison, die er für die Eintracht spielt in der laufenden Spielzeit. 25 Treffer, 7 Assists, das Ganze in 29 Bundesligaspielen. Er hat seinen Marktwert seit dem Wechsel zu Frankfurt mehr als verdoppelt, steht aktuell bei 42 Millionen Euro. Heiß begehrt soll im Winter bereits ein Atletico Madrid-Angebot vorliegen gehabt haben und wurde zudem auch mit Manchester United, BVB, Real Madrid, Barcelona, Arsenal und Wolverhampton in Verbindung gebracht, also er heiß begehrt. Eure Meinung gefragt, glaubt ihr, dass Frankfurt Silva halten kann? Wenn nicht, zu welchem Verein zieht es den Stürmer? Gerne in die Kommentare schreiben. Auch über einen Innenverteidiger gab es Abgangsgerüchte. Yvon Ndika war zuletzt bei PSG und auch Arsenal London im Gespräch. Anfang des Jahres zudem bei den Premier League Clubs Tottenham und Southampton. Wurde dann aber nicht wirklich konkret. Bei diesen Clubs soll er lediglich in Anführungsstrichen auf dem Zettel stehen. Schon im letzten Sommer wurde über einen Transfer von Philipp Kostic spekuliert. Auch jetzt gibt es wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel. Das italienische Portal Calciomercato berichtet, dass Inter Mailand Interesse an einem Transfer signalisiert haben soll. Da die Quelle jedoch eher unseriös ist, glauben wir zunächst nicht an einen Wechsel zu Inter. Bis zum Sommer kann sich da natürlich noch viel entwickeln. Das gilt auch für die Gerüchte über mögliche Zugänge. Marc-Oliver Kempf hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2022. Der VfB möchte ihn unbedingt halten, jedoch gibt es Interesse der SGE und auch von Lazio Rom aus Italien. Und Kempf soll wohl eine Ausstiegsklausel im Vertrag haben, die über 10 Millionen Euro liegt.
Bechir Omeragic steht aktuell beim FC Zürich unter Vertrag, gilt als heiß umworbenes Talent, hat seinen Vertrag in Zürich bis 2023. Ablösesumme soll bei mindestens 12 Millionen Euro liegen. Innenverteidiger, 19 Jahre jung, Marktwert liegt bei 5 Millionen, ein Schweizer Jungnationalspieler. Aus Portugal gab es Berichte, dass die Eintracht jetzt auch an Beto interessiert sein soll. Portimonense, der Club aus der Liga NOS, besitzt 90% der Transferrechte am Stürmer. Allerdings träumt man laut Medienberichten von 12 Millionen Euro für 50% der Transferrechte. Für 90% der Transferrechte sollen die Kosten dann bei 20 Millionen Euro liegen. 23 Jahre alt, der Mittelstürmer von Portimonense. Frankfurt soll zudem an einem englischen Sturmtalent interessiert sein, Ike Ugbo, der mit 17 Toren in 34 Spielen für Cercle Brügge aufhorchen ließ, ist von Chelsea aus nach Belgien ausgeliehen, hat einen Vertrag bis 2022 bei den Blues, 22 Jahre jung, der Mittelstürmer, sein Marktwert liegt aktuell bei 2,5 Millionen Euro. Ein weiterer Stürmerkandidat bei der Eintracht ist Kolo Muani. Schon im Winter gab es Gerüchte über einen Wechsel. Das Interesse der Eintracht soll weiterhin bestehen. Auch der Spieler möchte laut Sky zum Bundesligisten wechseln. Allerdings muss sich der Club zunächst wohl noch mit Nantes, dem aktuellen Verein von Muani, einigen. Dort steht er noch bis 2022 unter Vertrag. Gerüchte gibt es zudem noch um ein 17-jähriges Talent aus der U19 des FC Valencia. Fabio Blanco soll kurz vor einem ablösefreien Wechsel zur Eintracht stehen. Ja, nach all diesen fixen Deals, nach all diesen Gerüchten wollen wir nun auf eine mögliche Startelf blicken, wie sie die Eintracht in der Saison 2021-22 ins Rennen schicken könnte, und fangen an im Tor. Kevin Trapp, der sichere Rückhalt bei der Eintracht. Die Verteidigung wird gebildet von Martin Hinteregger, Evan Ndika und natürlich noch ein Gerücht, Marc-Oliver Kempf, aktuell ja noch beim VfB. Mittelfeld So und Rode. Für Rode gilt natürlich auch Routinier Hasebe als Backup. Außen haben wir Philipp Kostic und Erik Durm. Davor Kamada und Armin Younes, der ja noch ein weiteres Jahr ausgeliehen ist. Und ganz vorne André Silva, wenn er dann, und da spreche ich sicherlich den Eintracht-Fans aus der Seele, hoffentlich bei der Eintracht bleibt. Dann gibt es noch eine Variante. Da Costa könnte ja seine Leihe beenden und von Mainz zurückkehren. Dann für Durm reinrücken. Auf der linken Seite Lenz, der Neuzugang von Union, für Philipp Kostic. Und vorne, falls André Silva gehen sollte, wäre ja auch die Festverpflichtung oder zumindest die Verlängerung der Leihe von Luka Jovic möglich. Dann könnte er ins Sturmzentrum rücken. Natürlich hat die Eintracht auch da noch weitere Backups. Ackmann, der Neuzugang beispielsweise, oder auch Leihrückkehrer Paciencia könnten reinrücken. Zu guter Letzt natürlich wieder eure Meinung gefragt. Wie würde eure Top-Aufstellung für die Eintracht und die kommende Saison aussehen? Welche Transfers wird der Club noch tätigen? Wo hat man noch Bedarf? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Wir haben wie immer noch zwei Links für euch. Einmal oben klicken für die Transfermarkt TV Highlights und unten für unser aktuellstes Video. Bis bald. Macht's gut.